Hallo, ihr Lieben, hier ist Christian Hemschemeier, Paartherapeut und Beziehungscoach im schönen Hamburg, herbstlich, aber die Sonne scheint und die Ski- und Snowboard-Saison geht bald los. Und in der Nähe von München, genau, diesmal ein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Und das Thema heute ist ja zeitlose Dating-Ratschläge. Kommt ja wieder die Zeit, mein Partner möchte mich zu Weihnachten nicht sehen. Wenn ihr noch bei der Ausbildung machen wollt zum Liebeschip-Coach, geht ja bald los in ein paar Wochen, meldet euch gerne noch bei mir. Und ansonsten gibt es nächste Woche noch eine Lesung in Hamburg. Diese Woche noch in Berlin, aber die ist komplett ausverkauft, deswegen sage ich da gar nicht so viel dazu. Und genau, weiterhin freue ich mich über, wenn ihr sagt, Mensch, macht doch mal eine Lesung in meiner Stadt oder ein Bootcamp oder Veranstaltung. Freue mich, also dann, wenn ihr mir schreibt in die Kommentare oder so, kann ich da mal gucken, wo so der, ja, wo es einen am meisten hinzieht, sozusagen, ne? Was auf jeden Fall angedacht ist, ist, ich weiß noch nicht genau was, aber das habe ich meiner neuen lieben Assistentin schon aufgetragen. Ist auf jeden Fall Wien und Zürich dran, Anfang nächsten Jahres. Wer da Unterkünfte, also irgendwie Veranstaltungsorte kennt, kleine, irgendwas Schönes, oder ja, natürlich Unterkunftsmöglichkeiten auch, aber das findet man ja, das ist easy. Gerne melden bei mir. Aber gut, jetzt geht's los. Eine Nachricht von Mona Rossila. Und sie schreibt: Hallo Christian, vielen Dank für deine tollen Videos und Kurse. Ich habe durch dich so viel gelernt und bin sehr dankbar. Jetzt habe ich eine Frage, die mir auf dem Herzen liegt. Mein Freund und ich hatten vor unserer nun 3-monatigen Beziehung eine Affäre. Wie bekommt man den Übergang richtig hin? Ja, ich hole hier einfach mal so ein bisschen aus. Jetzt ist die Frage sozusagen, hattet ihr, also wart ihr beide Single und hattet irgendwie whatever, Affäre und daraus ist dann eine Beziehung entstanden. Das ist aus meiner Sicht völlig normaler, heutzutage völlig normaler Ablauf. Ne, man kann ja auch erstmal gucken, ne, will man Beziehungen und was weiß ich. Wenn ihr aber jetzt vorher in Beziehungen wart, also dass über Fremdgehen entstanden ist, ist immer, ich meine, ich will nicht sagen, dass es nie gut gehen kann, aber habe ja schon mehrfach gesagt, dass es dann, ja, schläft man mit einem Auge offen, hat jemand, der schon fremdgegangen ist, man selber, weiß ich jetzt nicht, ob oft ist es ja auch nur, dass einer dann fremdgegangen ist, und, schafft häufig alle Arten von Problemen, deswegen, also, ja, sind das so Sachen, die man vermeiden sollte, aber ich weiß es nicht, wie es bei euch jetzt war, so, ne? Es ist eigentlich sehr schön, wir sehen uns regelmäßig 3-mal die Woche und auch sonst, es ist verbindlich geworden. Bin jetzt aber super verletzt. Die Familie meines Freundes wohnt ja, relativ weit weg und er muss am ja, zweiten Weihnachtsfeiertag arbeiten, hat also nur 24 und 25 und möchte diese Tage ohne mich verbringen. Ich vermute mal mit der, ja, und, ach genau, und die Familie nicht verbringen, weil er das sagt, er hätte das schon immer so gemacht. Und es auch noch zu früh findet, weil ich seine Eltern nicht kenne. Ja, ich meine, du kennst seine Eltern nicht, weil er dich nicht vorgestellt hat, ne? Mir ist das Fest sehr wichtig und es ist eigentlich ein Standard für mich, um es in deiner Sprache zu formulieren. Und ich sag dir jetzt, es ist nicht nur ein Standard, es sollte für euch alle ein fucking Dealbreaker sein. Das ist. Also ich kann nur sagen, wenn ihr mit jemandem fest zusammen seid und das nicht irgendwie 2 Wochen, meinetwegen auch einen Monat, ich weiß nicht, her ist, dass ihr euch kennengelernt habt,
Und hier reden wir ja über, ich meine, offensichtlich, ich hatte ja vorher schon eine Affäre, es wird auch ein paar Monate gegangen sein. Das heißt, wir reden hier mindestens über ein halbes Jahr, vermute ich mal. Und bis Weihnachten sind es 8 Monate. Also wenn euch jemand nach 8 Monaten sagt, Weihnachten bist du auf der Prioritätenliste da unten, das ist ein fucking Dealbreaker. Da könnt ihr sagen, ey, also meine Meinung, also sagen wir mal so, ich würde sagen, no. Danke, aber nein, danke. Es mag jetzt spezielle Gründe geben. Weiß nicht, du bist bei einer Mondlandung dabei, du bist gerade zum Papst gewählt worden. Dann okay, ne? Kann man vielleicht drüber reden. Und es mag jetzt Leute geben, für die Weihnachten überhaupt nicht wichtig ist oder keine Ahnung. Wie gesagt, man ist nicht fest zusammen, man weiß gar nicht so richtig. Das sind andere Sachen. Aber ich meine, Weihnachten ist halt ein Fest, wo, ja, ich meine, ob man jetzt ein christlich ist oder nicht, aber da werden die Karten aufgedeckt, ne? Was ist einem wichtig, ne? Wo liegen die Prioritäten, ne? Und ja, und es tut dir weh. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, ich bin, weiß ich nicht, erleuchtet und ja, es ist mein Schmerzkörper und das atme ich alles weg. Aber wir wissen ja, wohin das führt. Das führt in Krümelbeziehungen und. Also, was ich machen würde, ich würde dann darstellen, deinem Freund dann mal eine harte Ansage machen und sagen, es ist nicht akzeptabel für mich. Ich meine, aber irgendwo ist das Kind natürlich ein bisschen im Brunnen gefallen, dass er das überhaupt so anbietet. Aber vielleicht hat er nicht drüber nachgedacht, ich weiß nicht. Aber ich würde sagen, n-n. Nee. Also, der zeitlose Dating-Ratschlag heißt, wenn euch jemand innerhalb einer schon, ja, ein halbes Jahr laufenden Beziehung nicht zu Weihnachten sehen will. Ich habe ihm gesagt, dass ich das zwar respektiere. Ja, du kannst es auch nur respektieren, ne? Ich meine, nochmal, also er ist, ich sage jetzt nicht, dass er böse ist oder irgendwie sowas. Er ist ein freier Mensch. Er kann sagen, ich will, weiß ich nicht, ich will am Nordpol Weihnachten feiern oder ich will Weihnachten feiern mit Tick, Trick und Track oder mit, weiß ich nicht, das ist seine Sache, ne? Also er darf machen, was er will. Er ist dir zu nichts verpflichtet, aber du darfst dann dich respektieren und sagen, oder was auch immer du dazu zu sagen hast, du kannst sagen, ja, das kannst du so machen, aber ich möchte sowas nicht haben, so, ne? Ich habe ihm gesagt, dass ich das zwar respektiere, aber mit für die Zukunft anders wünsche, wenn wir zusammen bleiben. Aber das ist schon wieder so ein Satz. Ich weiß ja nicht, wie eure Beziehung so läuft. Vielleicht sieht er dich immer noch als Affäre. Also, das habe ich gerade fast so ein bisschen den Eindruck, dass vielleicht meinst du das auch mit Übergang. Vielleicht sieht er dich immer noch als Affäre, aber dann, wenn er dich als Affäre siehst und du ihn aber nicht, auch nicht gut, ne? Und ich könnte für wetten, dass das nächste Jahr Weihnachten auch nicht klappt. Aber das ist einfach nur dieser Erfahrungshintergrund von dem, was ich immer so höre hier so. Und Ostern auch nicht klappt. Aber gut, vielleicht bin ich dazu negativ. Keine Ahnung. Generell hat der Job bedingt wenig Zeit und ich mache mir schon jetzt Gedanken, wie ich mich verhalten soll. Ja, du machst dir zu Recht Gedanken. Ich bin froh, dass ich durch deine Kurse gelernt habe, meine Bedürfnisse zu äußern, aber jetzt konsequent sein fällt mir schwer. Ja, du bist genau am richtigen Punkt, ne? Und jetzt geht es darum, für dich einzustehen. Das kannst nur du machen, ne? Das kannst nur du sagen. Aber wenn du der Meinung bist, das ist nicht akzeptabel, also dann ist die höchste Lernrate, die du hier haben kannst, genau das zu sagen und nicht zu hängen an der Beziehung. Also man sollte nicht zu streng sein in einer Beziehung, ne, klar. Aber wenn es Sachen gibt, die ganz klar die Grenzen überschreiten, irgendwie, dann muss man sagen, ja. Also kannst auch sagen, ja, dann haben wir halt wieder eine Affäre. So, das kannst du auch sagen, ne? Oder weiß es nicht. Und dich dann auch entsprechend verhalten, so, ne? Ja, auch eine Möglichkeit. Ja, tut mir leid, dass es so ist, aber. Das Universum testet dich. Ne?
möchte dich, oder du auch, nicht nur das Universum, du möchtest dich weiterbringen. Also mittlerweile bin ich wirklich der Meinung, er bringt sich selbst in solche Situationen, weil sie dich total weiterbringen. Ja? Das wird dich mega weiterbringen jetzt. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.